Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute dem Herrn Bundespräsidenten mitgeteilt, dass ich ihm vorschlagen werde, Herrn Bundesminister Dr. Thomas de Maizière zum Bundesminister der Verteidigung und Herrn Dr. Hans-Peter Friedrich zum Bundesminister des Innern zu ernennen. Ich habe Thomas de Maizière im Zuge der friedlichen Revolution in der DDR 1989-90 kennengelernt. Und seit dieser Zeit sind wir uns sowohl menschlich, freundschaftlich als auch politisch verbunden. An Thomas de Maizière schätze ich nicht nur seinen brillanten Intellekt und sein vorbildliches Pflicht- und Verantwortungsgefühl, sondern ihn zeichnet vor allen Dingen aus, dass er Politik auf der Grundlage fester Werte betreibt, dass er vom Menschen aus denkt und immer den Menschen sieht, seine Sorgen, seine Anliegen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass dies auch genau die Haltung ist, die ihn als Bundesminister der Verteidigung gegenüber den ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr als Bundesminister der Verteidigung und gemäß dem Grundgesetz als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auszeichnen wird. Hans-Peter Friedrich kenne ich seit Ende der 90er Jahre, von 2002 bis 2005, also genau während meiner Amtszeit als Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, war Hans-Peter Friedrich Justiziar der Unionsfraktion. Und in dieser Zeit war er mir bereits ein äußerst wichtiger Ratgeber in allen innen- und rechtspolitischen Fragen. Und auch seitdem er Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag ist, also seit 2009, arbeiten wir in allen politischen Fragen der gesamten politischen Breite engstens und vor allen Dingen sehr vertrauensvoll zusammen. Ich bin deshalb überzeugt, dass er die Arbeit, die Thomas de Maizière als Innenminister begonnen hat, entschlossen und mit großer Tatkraft und auch Zielstrebigkeit fortsetzen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich habe nach dem CSU-Präsidium und nach der Bundeskanzlerin jetzt unsere Fraktion informiert, übrigens auch nach unserem Koalitionspartner, dass wir jetzt die personellen Entscheidungen getroffen haben. Und die sehen wie folgt aus. Der Nachfolger in Berlin wird Hans-Peter Friedrich. Wir werden diese Situation auch dazu nutzen, einen Ressortwechsel herbeizuführen vom Verteidigungsministerium zum Innenministerium. Und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Hans-Peter Friedrich, ist der Bundeskanzlerin von der CSU als Bundesinnenminister vorgeschlagen worden. Ich will noch deutlich dazu sagen, dass ich mich bei der Bundeskanzlerin zu bedanken habe, denn dass wir das Ressort tauschen können, das war nur auch mit ihr möglich. Und das ist auch mit einer sehr großen Ruhe und sehr an den Argumenten ausgerichtet mit ihr in sehr, sehr vielen Gesprächen erörtert worden.